Ich habe mich beschlossen, Nervensäge Protein zu geben, weil er einfach nicht so stark mit dem Angriff ist. Und das ist noch nicht alles. Nein, nein, es gibt ja noch den Carbon. Den Carbon gebe ich Cooper, weil der ist nicht gerade der schnellste bei uns. Alles klar. Dann kann es also jetzt weitergehen in der Sith Company. Ja, willkommen zu einem weiteren Part Pokémon Blau Part 3 in der Sith Company. Aber wir kommen jetzt wirklich sehr schnell voran. Bestimmt, weil meine Pokémons wirklich stärker geworden sind und ja, es ist nicht so viel los. Und ja, wir hatten ja dort unten aufgehört. Und zwar nämlich mit diesem komischen Typ. Mit einem komischen Ort. Oh, KP Plus. Sehr schön. Und das ist nicht nötig. Das war nicht nötig. Du wagst es, dich den Team Rocket zu widersetzen. Schön. Denn wir sind einfach zu viele. Du kannst nicht uns alle besiegen. Sonny ist ja doch oben, oder? Ja. Von jedem Level habe ich so ein Gefühl, kriegt 10 KP mehr. Aber das ist auch echt so, die kriegt einfach so viel KP auf einmal. Weiterer Zubat. Ja, Zubat ist ja nix. X und nix. Lilly. Da kann sie mal auch gleich ein Level abkriegen. Fehlt nicht mehr viel. Da gibst du mal den Icy und Bam. Tschüss. Du gibst mir so oder so nicht so viel Erfahrung. Nee, reicht auch nicht. Doch, es reicht. Schön. Level 34. Und dann noch ein Golbat. Julia, schaffst du es diesmal? Ich glaube nicht. Du brauchst die Attacke und du brauchst deine Entwicklung. Also. Komfortstrahl. Ja, super. Ist auch noch schneller. Trotzdem ist seine hässliche Zunge. Hässlich große Zunge. Er ist verwirrt. Und er hat sich selbst geschlagen. Das ist perfekt. Und Blut zieht auch sehr viel ab. Das ist auch perfekt. Und das ist noch besser. Der schlägt sich ja nochmal selbst. Das heißt, Juli hat gleich einen riesen Golbat zerlegt. Dreimal hintereinander. Hatte ich ja noch nie in den ganzen Let's Play. Wunderbar. 1000 Erfahrungen. Du elender Verräter. Ich bin kein Verräter. Wenn du ehrlich und rechtschaffst bist, bekämpfst du das Böse. Ich sehe das in dir. In deiner Hand. Schaffst du es? Ich denke nein. Bastard. Also es gibt zwei Wege in den Raum rein und ich habe halt den einen jetzt aufgeschlagen. Und hier sind ja die meisten Leute. Sie müssen es wegen unserer Pokémon-Produkte auf die Sith Company abgesehen haben. Ja, ist die reichste Firma in der Kanto-Region. Das Team Rocket benutzt die Pokémon bei dem Versuch, die Welt zu erobern. Bitte hilf uns. Das Team Rocket hat die Kontrolle über das Gebäude übernommen. Ach nee, das wusste ich ja doch gar nicht. Das habe ich schon vor vielen Leuten gehört. Oje, oje, nee. Bitte hilf mir. Ja, ich bring dich raus. Schau ihn an, den Feigling. Der sieht genauso aus wie alle anderen. Also wer ist der Feigling? So. Ja, es geht jetzt weiter. Ich muss halt wirklich eine kurze Pause machen, es geht jetzt weiter. Das ist natürlich der Moral. Nervensäge bleibt oben, ja, alles perfekt. Es fehlt nur noch dieses Rocket-Typ und noch eine Tür muss hier geöffnet werden. Ich bin einer der vier. Ich habe die ganze Zeit hier gewartet, wann überhaupt der weitere kommt. Wir hatten ja das bei den ersten Sith Company Part. Und jetzt hier nach sehr langer Zeit. Endlich mal den zweiten der vier Rocket-Brüder gefunden. Ja, da hat nichts zu melden. Reicht Level 34.
Es läuft alles flüssig. Maschok. Julia? Könntest du es schaffen? Wenn ihr sich selbst einer reindonnert, dann hast du große Vorteile. Durch seine Größe und Stärke ist er natürlich langsamer und kriege natürlich den... Oh, das geht ja auch. Blut. Ja, das war kein Volltreffer. Der hat aber schlechte Spezialverteidigung. Aber ich habe da so ein Gefühl, die Verwirrung ist wohl jetzt aufgehoben. Ja. Und natürlich kann er jetzt so einen starken Schlag verursachen, um Julia noch umzubringen. Nee, das war dumm, Boah, Fußkick auch noch. Nein. Kannst du mal auch mal nur noch ein Level durchhalten? Ich hätte den Top lieber wohl doch nicht weggelegt. Wo ist der Beleber? Da bist du wieder und kriegst wenigstens so die Erfahrung. Es fehlt ja nicht mal 1000, wenn ich den noch besiege. Das gibt dir mal Mühe. Selbst Cooper erreicht ja schon fast den gleichen Niveau wie du. So, nein, ich bin raus. Jetzt könnt ihr wirklich alle raus. Also den Typ in der Ecke habe ich auch... Ah doch, ich habe ja alles geöffnet. Die Tür... Das war auch ein Teleporterraum. Stock Nummer 6. Oh. Den habe ich ja schon besiegt. Nee, habe ich nicht. Ich bin ja einer der... Ach, das ist auch einer der Brüder. Ja, jetzt bin ich alle. Schön. Schön, euch alle kennenzulernen. Nur leider seht ihr natürlich alle gleich aus. Was sehr traurig ist. Psychstrahl. Da hast du nichts mehr zu melden. Oh, ich dachte, das war effektiv. Tja, dann einfach noch einen Psychstrahl. Aber wie der Stuhl bei mir immer so knackst. Das hört ihr ja auch. Der Stuhl ist nicht mehr gerade der neueste. Fragoso. Bin ich sicher, ich glaube, Knochenkeule wird ihn umbringen. Oder was auch immer der macht. Lilly kann das erledigen. So. Machen wir Psychokinese. Dann ist er bestimmt weg. Ist ultra stark und du kannst nicht widerstehen, in den Trauma zu liegen. Tut mir leid, Brüder. Fehlt jetzt nur noch einen zu besiegen. Oh, was ist das denn? Was gibt's hier noch unten? Eine Sackgasse oder ein Rocket-Inhalt? Nee. Ein Honk-Inhalt. Calcium. War nochmal Calcium oder Eisen ist für die Verteidigung zuständig. KP Plus, wen kann ich KP geben? Wenn er der Medix und KP. Julia! nee, nicht Julia, denn sie wird bald entwickeln. Ich werde es kurz abwarten lassen. X-Treffer. Eich, der im Himmel sagt, dass ich es noch nicht einsetzen sollte. Auch wieder dabei ist. Ich habe Angst um den Forscher, weil der kann ja wirklich wieder ausrasten und einfach irgendein Suizidmonster rauszuholen. Ja, das ist jetzt schon ein Monster. Ahaha, ich habe gerade das Spiel sowas von gebackt. Dachtest du wirklich, ich arbeite für die Sith Company? Nein, ich arbeite nicht mal für die Rocket, sondern auch für die verdammten Spielruckereien. Da siehst du es. Hahaha, ich beherrsche nun das Spiel. Ich wusste es doch, es kommt ein Elektroball. Einer der beiden wird auf jeden Fall Suizid beginnen. Ja. Aber ich glaube, Sonny kann das standhalten. Hahaha, du wirst mich niemals besiegen. Nicht bevor ich dein Spiel zerstöre. Aha. Spezialattacken Inumi. Ja, okay, kann ich Erdbeben machen. Und natürlich machst du ja nochmal Lichtschild.
Oh, hier kommt der Erdbeben und BOOM! Nein! Du schaffst es noch! Nein, ich muss standhalten! Schleimock! Schleimock ist die Weiterentwicklung von Slimer. Und sieht auch richtig brutal aus mit der riesen Müllhaufen und auch noch mit einer riesen Hand. Kung Fu Strahl. Trifft meistens immer bei den ersten Versuch. Er ist verwirrt und er schlägt sich selbst. Das ist sehr gut, sehr so gut. Gut. Ja, ich muss hoffen und hoffen. Aber es bringt was, wenn man hofft. Aber ich muss auch hoffen, dass er mich nicht dann. Okay, der macht Pfund. Aber gleich macht er bestimmt was anderes. Julia, bitte halt durch. Bitte halt durch. Aussetzer. Das war ein Dankeschöns Geschenk. Perfekt. Julia wird Level 35 und lernt Flammenwurf. Ja, nicht mehr als 4 Attacken lernen soll. Ja, das sollte sie. Ich werde roten Schlag entfernen und dafür eine starke Feuerattacke beizubringen. Flammenwurf. Und die ist wirklich eine Flamme. Feierabend, ich gehe nach Hause. Hab keinen Bock mehr. Und endlich ist der Zeit gekommen, ihr den Feuerstein zu geben. Und sie entwickelt sich weiter. Und wurde zu Vulnona. Von 6 Schwänzen hast du jetzt 6 Schwänzen hat sie jetzt 9. Also natürlich am Hinternteil. Ja. Für diejenigen, die das nicht in die Richtung verstehen, ist es alles okay. Also. 105! What? Wow! Angriff hat sich sowas von. Ja, gestiegen. Alles hat sich gestiegen. Flammen. Ich glaube, von Schwächsten wird sie ja noch, wenn es weiter so geht, zu einer der Stärksten. Also eine der 3 Stärksten. Also KP Plus werde ich ihr dann auf jeden Fall nicht geben. Dann wird es halt eben Nervensäge. Denn ich muss ja meine Tasche auch leeren. Und das habe ich auch mit dem Feuerstein getan. Gut. Dann bekommst du. Gesu. Was? Achso, Gesundheit. Warte, erstmal, ich habe ihn geheilt? Nein. 2 KP. Ist diesmal gut ausgegangen. Und jetzt mal ehrlich. KP ist ja auch einer der wichtigsten Dinge. Alles sind wichtig. Natürlich. Der steht hier so am Tresen. Du bist ganz schön mutig. Wirklich alle zu zerlegen. Natürlich den Typ auch, um den ganzen Spiel zu zerstören. Natürlich wollen wir Spaß haben und so. So. Also was kann ich denn machen? Flammenwurf. Bam. Jetzt hat Julia aber sowas von zu melden. Yeah. Ich bin stolz auf dich. Du hast dein Ziel erreicht und hat nur einen Sonderbonbon gekostet. Ja. Ich glaube, mit Julia werde ich doch sehr gut verstehen. Da wird wohl mein schwächstes Teammitglied doch Moneymaker werden. Wie es aussieht, denn er kann zwar was machen, aber hat auch nicht so viel. Lilly ist besonders, Sonny ist besonders gut, Nervensäger auch. Ja, es fehlt bei denen einfach nur die Besonderheiten. Wenn er die hat, dann kann er natürlich auch eine der Stärksten werden. Die sind alle stark, der gehört tatsächlich der Schwächste von allen. Aber der ist auch mehr zum Geld machen da. Und natürlich
um mich Champ zu machen. Das darf man ja nicht vergessen. Ich habe ja gerade vergessen, aber mit wem ich gerade kämpfe. Und das ist ein Golbat. Wir sind jetzt wirklich überlevelt für den. Von Anfang an gab es ja Schwierigkeiten, die wurden aber alle gefixt. Oh. Glückstrahl. Ja, die Bisse bringen jetzt auch nicht mehr so viel. Bringen ja fast gar nichts mehr. Glückstrahl ist ja jetzt doch stärker geworden. Weil es auch mehr eine spezielle Attacke ist, denke ich. So. Licht aus. Ich mache Feierabend, die Bar wird geschlossen. Was ist das hier, ein Tresen? Naja. Hier hinten ist ja noch ein Raum. Und hier ist noch eine Frau. Noch eine Mitarbeiterin. Unschuldig. Und noch ein Mitarbeiter. Hier ist es sehr gefährlich. Du wirst mich nicht retten können. Ich kann dich einfach mal vor die Tür schieben oder vor den Fahrstuhl. Hier ist niemand mehr. Es wäre fatal, wenn das Team Rocket, die Sith Company oder unsere Pokémon übernehmen würden. Ja, natürlich wäre das fatal. Und hier ist ja noch eine Person. Aber den Stockwerk habe ich jetzt auch schnell durch. Das Team Rocket ist hinter dem Meisterball her, mit dem man jedes Pokémon fangen kann. Ah, da sind wir jetzt einen Schritt näher, warum sie auch fusionieren wollen. Natürlich wegen die Produkte, aber vor allem wegen dem neuesten Produkt, der Meisterball. Ach, es geht hier auch noch weiter. Was ist ein Meisterball? Habt ihr ja selbst gehört. Mit dem kann man sofort im ersten Versuch alle irgendjemand fangen. Team 3. Und Team 3 habe ich ja selbst keine Ahnung, was das ist. Also, es ist Schwertanz. Ist eine richtig starke Angriff-Boost. Wer würde es lernen? Bin ich... Ich bin neugierig. Nee, niemand. Also, dann... Thema wurde abgehackt, niemand kann es lernen. Habe ich nicht den Typen besiegt? Ich weiß, irgendjemand habe ich doch schon mal besiegt. Ja, doch, dich war das. Geh nach Hause. Ja, das war der. Dann sind wir doch mit dem Stockwerk schnell durch. Sind wir schon bei den siebten? Ich habe aufgehört zu zählen. Habe ich dich besiegt? Ja, du bist einer der Rocket-Brüder. Dich habe ich auch besiegt. Ja, stimmt. Ich habe ja einen Stockwerk ja völlig besiegt. Das war ja dann wohl der siebte. Ja, den siebten brauchen wir jetzt auch nicht mehr so viel zu rumzufummeln, weil... fast niemand mehr zu bekämpfen da ist. Was überhaupt die siebte ist. Hier ist nur ein Typi. Und er meint, ob die Sith Company schon erledigt ist. Oh, das ist ja auch eine gute Frage. Aber laut dem Spielbildschirm noch nicht so ganz, wenn ich hier in den Raum ein bisschen reinschauen konnte. Ist es echt schon alles? Habe ich schon alles durch in diesen... Tatsächlich. Hier ist einfach mal nichts mehr, was ich noch tun kann. Weiteres Stockwerk. Hier wird es jetzt wirklich ernst. Hier kann locker ein Rocket-Typ sich verstecken. Nein. Hier ist ja nur dieser Herr. So. Bingo! Ich habe diesmal bei Bingo gewonnen. Ah, okay, ist eine Abkürzung. Kein Item? Okay. Ja, dann halt eben den nächsten Kollegen bekämpfen. Moneymaker, geh mal nach oben. Also diesen Part werde ich auf jeden Fall nicht schaffen. Den nächsten schon. Ich finde die Schwachstellen deiner Pokémon und besiege sie. Oder geh einfach mit der Explosionsbombe. Und es geht weiter mit einer weiteren Ferita-Vorschau oder ein Vorschau von Team Rocket, je nachdem. Setz Voltoball ein. Level 28, nicht schlecht. Nur meine Mecker etwas. Aber sein Angriff ist ja so stark. Warte mal. Boah, Geschwindigkeit 99. Alter. Du musst nur noch eine starke Attacke nebenbei bringen und dann...
Ja, hat auch gar keine Chance mit so einer hohen Geschwindigkeit. 99, ey. Das nennt man eine richtig schnelle Katze. Oder Kater. Hätte lieber Geldattacke eingesetzt, aber ja, hab's vergessen. Smogon. Ja, Moneymaker weiter. Erstmal Zeitag. Okay, Zeitag zieht ja auch schon viel ab. Aber irgendwann denke ich mal. Ja. Wird es nicht viel bringen, aber es bringt ja zurzeit ja noch etwas. Man kann das auch als Ersatzattacke nehmen, wie zum Beispiel Attacken, die weniger Angriffspunkte haben. Wenn du das da einsetzt, dann sparst du ja um eine starke Attacke. Nein, ich wechsle nicht gegen ein Magneton. Ja. Vielleicht hätte ich es doch gewechselt, denn auf Metall kann man ja gar nicht beißen. Aber hier in dieser ersten Generation ist alles anders, denn es gab ja noch keinen Metalltyp, selbst wenn der selbst Metall ist. Erstmal Luft holen. Ja, alles klar. Du hast wirklich nicht meine Schwachstellen gefunden, also... Ist klar. Level 35. Ist auch selbst der Moneymaker geworden. Du hast mich besiegt. Wow. Ja, ja. Pokémon tauschen. Diesmal Sonny. Nach oben. Und... Ja, noch weiter nach oben. Natürlich. Ich muss ja noch ein bisschen umschauen. Ich glaube, 8. Stockwerk ist es. Es fehlt nur... Oh, ich habe nicht gesehen. Ich bin einer der... Das ist der 4. Wir haben gleich das 4er-Team besiegt. Das 4er-Rocket-Brüder. Aber haben die irgendwelche Pokémon-Motive? Mir sieht das eher nicht so aus. Er hat einen Golbat, da so Erdbeben bringt. Ja, okay, ich hab Donnerblitz. Okay, dann bringt es doch was mit dem Donnerblitz. Natürlich wegen der Flug-Pokémon. Und der lebt noch. Naja, Sonic kann es auch locker leben. Giftstachel, wie ich das lange nicht mehr benutzt habe. Ich muss denen halt einfach eine bessere Giftattacke geben. Das ist das Beste. Ich glaube, irgendwo kann man Toxin besorgen. Toxin ist eine direkte Giftattacke. Traumato, nee, weiterkämpfen. So eine direkte Giftattacke. Und wenn ich den da mache, ja, ist ja ein bisschen anders. Giftstachel zieht natürlich ab, aber ist auch Glück, ob der vergiftet ist oder nicht. Das ist anders. Und ja, natürlich überlebt er es nicht mit einem Erdbeben. Und Hypno auch noch. Ja, ich gebe dir eine Hypno. Erdbeben. Ja, guckst du so doof. Ne? Aber mit einem hohen... Ja, mit einem hohen Level und... Ich wusste es. Er hat noch was zu melden. Trotz mit einem Erdbeben, trotz mit Kopfschmerzen, durch ein paar Gegenstände auf seinen Kopf gefallen, lebt er noch und kann mich selbst noch zum Umkippen bringen. Also, Kopfnuss. Hey, die Attacke ist ja stark. Mega-Hieb. Bam, tschüss. 3 KP hat er wieder dazu bekommen. Es ist jetzt nicht gerade eine Menge. 5 KP pro Level ab, das ist brutal. Oh je, ich wurde besiegt, natürlich. Ja, die sagen ja alle dasselbe. Aber meine Brüder rächen mich. Ja, vergiss es, ich habe sie schon alle besiegt. Also, lass dir mal was Neues einfallen. Oh, welche Heiltier? Du siehst müde aus, komm. Ja, endlich, gib nicht auf. Endlich meine nützliche Person. Okay, es gab ja eine, die ja eine TM gegeben haben, aber... So eine Selbstmord-TM hätte es auch nicht sein können. Aber endlich! Ich dachte, es wird ja früher kommen in den 5. Nein, es kommt ja fast oben, diese Frau. Oder überhaupt jemand, der mich heilen kann. Ich konnte auch einfach ins Bett legen und, ja, ein gut Glück nicht erwischt werden. Ja. Gut. Lilly, du bist an der Reihe.
ja, deine Pokémon scheinen dich sehr zu mögen. Sehr zu mögen. Wo habt ihr alle die Peitschen her? Es sieht so seltsam aus. Es ist einfach seltsam, der hätte eine Peitsche, der kann mich selbst umbringen oder selbst die Pokémon irgendetwas antun. Nein! Der steht hier nur damit im Hintergrund und hält sie. So wie eine Fackel. Geil, der ist ja eingefroren! Achso. Ein gefrorenes Pokémon ist wirklich wehrlos. Also mit denen kann man einfach nicht mehr kämpfen. Dann muss man den irgendwie heilen. Mit einem gefrorenen Pokémon bist du komplett wehrlos. Geil, das ist auch mal passiert. Slimer. Nee, lass mal weiterkämpfen, aber... Schön, ich glaube, ich habe fast alle Statusprobleme selbst verursacht. Ich habe Schlaf verursacht, ich habe Gift, Para... Ja, ich habe alle 5 Statusprobleme mal verursacht. Auch mal lobenswert, denn das kann ja nicht jeder. Und mit dir gebe ich dir meine Psychokinese. Geh zur Psychologin! Alles klar. Macholo wurde besiegt. 792 Erfahrung. Yeah. Okidoki. Ich denke mal, ich besuche mal kurz den letzten Stockwerk, was das der letzte ist. Und dann beende ich natürlich den Part. Also sind es noch viele? Nee, das ist die 9. Die vorletzte. Ich habe nicht schon die 9. Stimmt, Lagerraum. Der komische Typ. Ich muss nur noch die Türen öffnen. Ja, hat die Tür entriegelt. Oh, ich bin da durch. Hilfe, ich habe Angst. Ey. Tja, 9. Stockwerk habe ich wohl auch abgehackt. Sehr gut. Dann halt im nächsten Part werde ich halt den ganzen Gebäude absuchen, um in den richtigen Weg zum den Rocket Boss und natürlich zu den Besitzer der Silph Company. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Ich weiß, es dauert lange, aber nächster Part wird es auf jeden Fall das Finale geben in dieses Gebäude. Also, bis dann. Tschüss.